ein kurzer Gedanke. So, eigentlich hatte ich etwas ganz anderes vor, ein ganz anderes Thema in meiner Serie, nur ein kurzer Gedanke. Wie ich vorhin in der Einleitung sagte, habe ich gerade ein Interview mit Frau Dr. Julia Hartmann von der TU München geführt zu ihrer Studie Decide. Und das war ein sehr inspirierendes Gespräch und wir haben nach Ursachen geschaut, wie kommt es überhaupt dazu, dass Psychopharmaka unter Umständen falsch gegeben werden oder zu lange gegeben werden. Oder die falschen Psychopharmaka gegeben werden. Und in meiner Serie, nur ein kurzer Gedanke, geht es mir ja immer sozusagen um Bildung, um Weiterbildung, aber vor allen Dingen um Wissenstransfer in allererster Linie. Und dann hat mich dieses Gespräch gerade noch mal zu diesem Punkt gesagt, dass das ist im Grunde ein alter Hut, ja, das Miteinander von Pflege und Medizin. Aber ich glaube, ein alter Hut, der immer noch mal überarbeitet werden müsste. Also, gehen wir mal von dem Punkt aus, dass Menschen, insbesondere mit Demenz, häufig offenbar falsche Psychopharmaka kriegen, zu viel Psychopharmaka kriegen, die sich auch vielleicht mit anderen nicht vertragen und vor allen Dingen aber auch, selbst wenn sie die richtigen Psychopharmaka kriegen, die es manchmal tatsächlich braucht, dass in diesen Fällen die, obwohl sie Menschen sie womöglich nicht mehr brauchen, nicht mehr abgesetzt werden. Und ich habe mit der Frau Hartmann vorhin lange darüber diskutiert, woran das denn liegen könnte und welche Maßnahmen sie in ihrem Projekt dazu in die Wege leiten. Ich habe vier Probleme ausfindig gemacht. Ja, gehen wir mal davon aus, also Menschen mit Demenz bekommen unter Umständen einzelne ein Psychopharmakon, was auch richtig ist, und dann wird es auf einmal nicht mehr abgesetzt oder wie auch immer. Vier Probleme. Einmal, Pflegende wissen zu wenig vielleicht über Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten oder auch sogenannte nicht-medikamentöse Therapien, was man denn machen kann, wenn jemand Schlafstörungen hat, unruhig ist und so weiter, was eben halt nicht medikamentös ist. Zweites pro Ursache könnte sein, dass manche Mediziner zu wenig Ahnung davon haben, welche Medikamente richtig sind, falsch sind, welche vielleicht derart starke Nebenwirkungen haben, dass sie für bestimmte Personen nicht funktionieren und so weiter. Punkt 3 und Punkt 4 finde ich allerdings am wichtigsten. Und zwar, in der Regel ist es ja so, gehen wir mal von der stationären Pflege aus. Da wird aufgrund von bestimmten vielleicht Verhaltensauffälligkeiten oder weil es einen regelmäßigen Besuch des Hausarztes oder des behandelnden Neurologen gibt, kommt er also in das Haus und in der Regel unterhält er sich mit dem Pflegenden darüber, was denn anliegt und was die Probleme sind. Und jetzt an der Stelle, und er kann ja nur, dieser Arzt kann ja nur ein Medikament verschreiben auf der Basis der Schilderungen der Pflege. Und da sind natürlich zwei weitere Probleme aufgefallen. Das erste Problem ist, vielleicht können manche Pflegende einfach auch nicht gut berichten und können bestimmte Probleme nicht vernünftig schildern, sodass der Arzt, die Ärztin darauf basierend ein entsprechendes Medikament auswählen kann und auch vielleicht die Dosierung eines entsprechenden Medikaments auswählen. Oder Punkt 4, vielleicht können Pflegende, und ausnahmsweise hätten sie auch mal die Zeit dazu, vernünftig berichten, benutzen vielleicht Assessments, sodass ihre Beobachtungen nicht subjektiv, sondern objektivierbar sind. Und sie schildern sie auch, aber es gibt vielleicht Mediziner, die nicht zuhören. Das heißt, es ist vielleicht ist die Problematik der Falsch- oder Fehldiagnose und der Fehlverschreibung von Medikamenten auch eine Frage, und davon bin ich fest überzeugt, der Kommunikation zwischen den beiden Disziplinen Pflege und Medizin. Und ich glaube, da braucht es noch viel. Ich habe jetzt vier mögliche Gründe für Probleme genannt, aber es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Aber jetzt ist die Frage, was kann man denn tun? Auch Frau Hartmann beschreibt das, wir haben sehr gute Erfahrungen mittlerweile, wenn es gemeinsame Fallbesprechungen gibt. Dann lernt Medizin, Pflege erkennen und auch schätzen, umgekehrt im Übrigen auch. Das ist keine Einbahnstraße und man kann dort gemeinsam auf Augenhöhe, denn darauf kommt es an, tatsächlich zur Lösung von Problemen kommen. Dann braucht es natürlich getrennte Weiterbildungen auf der einen Seite für Pflegende, für Mediziner, speziell zu Psychopharmaka, gar keine Frage. Aber es braucht auch gemeinsame Weiterbildungen und das ist eine Frage, die ich mir stelle, wenn man Pflegewissenschaft
oder Pflegemanagement oder was auch immer studiert oder man hat einen Bachelorstudiengang, einen dualen Studiengang Pflege. Warum, an manchen Universitäten ist das ja möglich, warum studieren nicht Pflegende und Mediziner bestimmte Module ihrer Studiengänge gemeinsam? Vielleicht gibt es das schon als Pilotprojekte an manchen Universitäten. Mir sind jetzt nicht so viele bekannt. Aber das, denke ich, wäre mal ein wichtiger Weg. Und gerade auch diese Fallbesprechungen sind extrem wichtig und dass man lernt, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Ja, was meinen Sie? Was meinen Sie zu dieser Problematik der Kommunikation zwischen Pflegenden und Medizinern? Im Übrigen kommen da ja noch viel mehr dazu. Da kommen Ergotherapeuten dazu, da kommen Logopäden dazu, da kommen Physiotherapeuten dazu. Überhaupt scheint es an vielerlei Stellen an einer, einer Begegnung auf Augenhöhe zu scheitern. Und da scheint es Probleme zu geben. Und da müssen wir was tun. Und ich glaube, gemeinsame Fort- und Weiterbildung zusätzlich zu zielgruppenspezifischer Fort- und Weiterbildung oder sogar Studium, gemeinsame Anteile in einem Studium wären vielleicht gar nicht schlecht. Also, was meinen Sie? Das war kurz mein Gedanke, nur ein kurzer Gedanke aus der Serie. Diesmal nochmal wieder ganz spontan, noch spontaner als sonst. Diesmal Anlass war das Gespräch, was ich gerade mal vor einer Stunde geführt habe mit Frau Dr. Hartmann. Okay, also, das war's. Nur ein kurzer Gedanke.